Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, nun stehe ich hier bereits das dritte Mal für die Aufarbeitung vergangener und die Verhinderung zukünftiger tausendfacher Fälle von sexuellem Missbrauch an Kindern am Rednerpult. Dreimal schon kämpfe ich hier für meine AfD-Fraktion um die systematische Aufarbeitung struktureller Defizite bei Nordrhein-Westfalens Polizei und Jugendämtern. Und drei Dinge sind es auch, die hier in diesem Fall Lüchte zusammenkommen. Da ist die noch gerichtlich festzustellende individuelle Schuld der mutmaßlichen Täter, die jetzt beginnt. Da ist das Versagen staatlicher Behörden, das für dieses Tatausmaß nicht hinweggedacht werden kann. Und das sind drittens die parteitaktischen Spielchen der letzten Monate. Spielchen, die, meine Damen und Herren, von CDU, FDP, Grünen und besonders der SPD gespielt wurden. Parteipolitische Spielchen, die vor dem Hintergrund der 41 minderjährigen Opfer und der bestialischen Taten an ihnen völlig, und damit meine ich vollkommen und absolut, unangebracht sind. Meine Damen und Herren aus den alten Fraktionen, dass Sie ernsthaft erst gestern Abend einen gemeinsamen Antrag vorlegen und sich vorher über Monate darüber herumstreiten, nachdem staatliche Stellen bereits ein erschreckendes Bild in diesem Fall abgegeben haben, da liefern Sie, die doch vom Volk als Teil der staatlichen Sphäre wahrgenommen werden, hier gleich noch den nächsten Grund für den Vertrauensverlust in unsere Institutionen. CDU und FDP wollten über Monate gar keinen Untersuchungsausschuss. Da hieß es, weil man wohl bei der für die Demokratie grundlegenden Gewaltenteilung nicht aufgepasst hatte, die Exekutive kontrolliert die Exekutive. Nein, meine Damen und Herren, richtig lautet der Satz, die Legislative, also wir, das Parlament, kontrolliert die Regierung. Und Sie waren es auch, die einem Untersuchungsausschuss nicht zustimmen wollten, weil Sie vorgaben, da müsse der Fall in Bad Oeynhausen mitbehandelt werden, der nun so gar nichts mit dem Fall Lüchte zu tun hat. Aber selbst wenn wir kurz annehmen wollten, Sie hätten damit recht gehabt, in Ihrem ursprünglichen Antrag wie auch in dem Antrag der großen vier ist der Themenkomplex in meiner Heimatstadt gar nicht vermerkt. Es war also, da muss ich vermuten, ein Scheinargument. Und wo wir bei Scheinargumenten sind, da ist die SPD nicht weit, die hier unter allen Fraktionen tatsächlich die unwürdigste und erbärmlichste Rolle gespielt hat. Erst wollte sie einen Untersuchungsausschuss, irgendwann. Dann den Rücktritt des Innenministers, drei Tage nachdem sie dann doch keinen Untersuchungsausschuss wollten, weil der Innenminister das ja zur Chefsache erklärt hatte. Dann doch einen Ausschuss, aber um Gottes Willen ohne das Thema Jugendämter, weil sie Angst davor haben, dass danach die roten Landräte in Lippe und Hameln-Pyrmont in die Wüste geschickt werden. Und schließlich haben wir seit gestern Abend einen Antrag vorliegen, den die Grünen der SPD diktiert haben und bei der die CDU noch die Reihenfolge der Themenkomplexe ändern konnte, damit der Minister nicht im Fokus steht. Ich muss das jenseits irgendwelcher Rechts-Links-Gegensätze für unsere Fraktion mal ganz eindeutig sagen. Wir sind als AfDler sind keine jahrzehntelangen Berufs- und Parteipolitiker. Wir sind nicht seit Juso- und JU-Zeiten damit aufgewachsen, zuallererst im parteilichen Gruppenegoismus zu leben, sondern wir hatten alle ein Leben vor der Partei als Mütter, Väter, Unternehmer und Angestellte. Und das macht sich zum Beispiel auch immer wieder daran deutlich, dass bei uns Entscheidungsprozesse völlig anders als bei Ihnen ablaufen. Eben nicht, zumindest nicht zuvörderst, mit dem kurzfristigen Blick durch die parteipolitische Brille, sondern der Sache nach, Sie können es auch gesunden Menschenverstand nennen, was also klar auf der Hand liegt, das machen wir. Und klar war bereits Mitte Februar, wir benötigen einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Wir haben den dann, und ich kann das von uns selbst abstrahierend, ohne falsches Selbstlob sagen, in exzellenter und für jeden hier im Haus im Prinzip zustimmbar vorgelegt. In exzellenter Art und Weise. Wir haben ihn im April vorgelegt. Sie lehnten ab. Wir haben ihn im Mai vorgelehnt. Sie lehnten ab. Echte Gründe gab es nie. Der Grund war, der Antrag kommt von der falschen Fraktion. Anhand deren Existenz, die hier das Ergebnis ihrer eigenen Schwächen ist, sie die Gesellschaft spalten, selbst bei Themen wie Kindesmissbrauch. Ich finde das furchtbar. Nicht, weil wir das als Fraktion das nicht aushalten, das nehmen wir locker hin, nein, des Themas wegen, der Kinder wegen. Naja, und jetzt im Juni hatten wir bis gestern auf einmal drei Anträge auf Einrichtung eines Untersuchungsausschusses auf den Tisch. Und nun
eine chaotische Einbringung auf einer kreativen Auslegung der Geschäftsordnung beruht. Und warum? Weil Sie bis gestern Abend Ihre parteipolitischen Egoismen wichtiger nahmen, als in der Sache gegenüber angemessen zu agieren. Im Gegensatz dazu lassen wir Ihren Antrag heute durch, obwohl wir alleine aufgrund der Art und Weise der Einbringung starke, auch rechtliche Zweifel haben. Trotz dieser Bedenken ist es uns wichtiger, dass wir nun endlich als AfD unser Ziel erreicht haben, das wir seit April verfolgen und hier jedes Mal ins Plenum eingebracht haben. Wir bekommen heute endlich den von uns von Beginn an geforderten Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Fall Lüchte. Diesen ganzen unwürdigen Zinnober hätten wir uns ersparen können, wenn Sie von Anfang an mit uns zusammengearbeitet hätten, so wie es der Sache gegenüber angemessen gewesen wäre. Ja, es wurde ja sogar im April-Plenum deutlich gesagt, dass wir fraktionsübergreifend, alle Fraktionen einbezogen, hier in dieser Sache zusammenarbeiten wollen. Ich habe damals schon gemutmaßt, dass das wohl nicht Ihr Ernst ist, und ich habe heute damit recht behalten. Sie haben sich untereinander wieder ausgekungelt und es nicht für nötig gehalten, alle Fraktionen dieses Hauses einzubeziehen. Von daher ist es klar und logisch, dass wir unseren Antrag aufrechterhalten. Nun aber, da wir heute endlich den von uns als AfD-Fraktion geforderten PUR bekommen, will ich hoffen, dass Sie wenigstens in der Ausschussarbeit die parteitaktischen Mätzchen unterlassen. Das gilt auch für die Bewertung, inwieweit wir zu strukturellen Reformen bei Polizei und Jugendamt kommen. Keiner sollte damit vorgefertigten Meinungen hineingehen und nur danach suchen, seine feststehende Meinung zu bestätigen. Ebenso gilt das auch für das Handeln der Minister und Landräte. Und das gilt auch für den jetzigen Ministerpräsidenten Armin Laschet, der 2007 für, und darüber kann man ja reden, kleinteilige Jugendämter gesorgt hat, der aber womöglich nicht für ausreichende Standards, zum Beispiel für Pflegschaften und eine entsprechende Finanzierung gesorgt hat. So wie seine Nachfolger bisher übrigens auch nicht. Auch da müssen wir ran. Und dabei wünsche ich uns allen viel Erfolg. Lassen Sie uns also mit diesem Untersuchungsausschuss Nordrhein-Westfalen ein Stück besser machen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Wagner.